Hallo zusammen und willkommen bei der neuen Woche von Pop-Up Science. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Pflanzen und dazu habe ich meine Pflanzenexpertin eingeladen. Hallo Christina. Hallo. Schön, dass du da bist. Christina, kannst du uns mal erzählen, warum du Forscherin geworden bist und was du eigentlich an der Forschung so toll findest? Also was mir persönlich immer sehr gefallen hat, ich wollte immer verstehen und wie kleine Dinge funktionieren. Zum Beispiel Zellen waren für mich immer extrem interessant. Wie kann etwas, was so winzig ist, was man eigentlich nur im Mikroskop sieht, so autonom funktionieren? Und wie genau geht das? Und ich glaube, das war ein Grund, warum ich angefangen habe, in die Richtung mich zu interessieren und auch da das Studium zu beginnen. Und dann natürlich der nächste Punkt ist, okay, jetzt haben wir die Zelle, die allein funktioniert, aber wie schafft es, dass mehrere Zellen nebeneinander einen Organismus aufbauen? Und wie können die Zellen miteinander kommunizieren? Also das war für mich immer schon sehr interessant. Alles klar. Christina, wir haben ein paar Fragen von unseren Kinderwissenschaftlern zugeschickt gekriegt, die ich dich jetzt gerne fragen würde. Passt das für dich? Sehr gerne. Die erste Frage, die ich gekriegt habe, ist, gibt es eigentlich auch Pflanzen, die ohne Licht wachsen können? Gibt es Pflanzen, die im Dunkeln wachsen können? Ich muss sagen, Dunkelheit ist ein Problem. Die Frage ist jetzt, reden wir jetzt von Dunkelheit, von kompletter Dunkelheit oder von ein bisschen Schatten mit ganz wenig Licht? Das kommt sehr drauf an. Licht ist für die Pflanze prinzipiell sehr wichtig, denn sie macht Photosynthese. Und für die Photosynthese ist Licht, Wasser und auch Kohlenstoffdioxid enorm wichtig. Denn sie produziert Sauerstoff und Zucker und die ganzen Bestandteile, aus denen die Pflanze besteht. Das heißt, eigentlich ist Licht lebensnotwendig für die Pflanze. Aber gibt es Unterschiede, wie hilfreich Licht sein kann? Also zum Beispiel habe ich gesehen, dass bei euch ganz oft pinkes Licht in dem Raum gezeigt wird. Gibt es quasi gutes und weniger gutes Licht? Wenn wir von Licht sprechen, dann ist natürlich sehr wichtig zu sagen, dass das weiße Licht, was von der Sonne kommt, was wir jeden Tag sehen, eigentlich aus einem ganzen Spektrum an Farben besteht. Ja, das bedeutet, das ist relativ gut zu sehen, zum Beispiel beim Regenbogen. Da ist die Luft feucht, das heißt, wir haben Wasserpartikel in der Luft und das Licht wird aufgespalten in all seine Bestandteile. Das heißt, das Licht besteht aus allen Farben und dementsprechend auch verschiedenen Wellenlängen. Und warum wir jetzt blaues Licht und rotes Licht nur verwenden, ist eigentlich nur der Grund, dass die Pflanze nur rotes und blaues Licht sehen kann. Das ist eigentlich relativ interessant, ja. Aber bis jetzt haben wir nur Rezeptoren für blaues und rotes Licht gefunden. Das heißt, nur blaues und rotes Licht kann von der Pflanze aufgenommen werden und für die Photosynthese verwendet werden. Und deshalb haben wir eigentlich nur diese beiden Farben. Und deshalb schaut es auch pink aus, weil es ist eigentlich nicht pink. Es ist rot und blau gemischt. Okay, es ist also nicht, damit es cool ist, sondern es ist einfach das Praktischste für die Pflanze. Ja, es ist praktisch und man muss auch dazu sagen, weißes Licht würde die Oberfläche extrem erhitzen. Also zu viel Licht ist auch nicht gut für die Pflanze. Genau. Also das muss ich vorstellen wie beim Menschen. Wenn wir jetzt zum Beispiel rausgehen und es scheint extrem die Sonne, dann müssen wir auch unsere Augen schließen, weil das ist einfach zu viel Licht für unsere Augen. Und für die Pflanze ist es ähnlich. Die Pflanze kann auch überhitzen. Wenn wir zum Beispiel die Blätter horizontal und die Sonne knallt so richtig drauf, dann kann sich die Temperatur im Blatt so erhöhen, dass das Blatt geschädigt werden kann. Und die Pflanze will natürlich nicht geschädigt werden. Das heißt, sie bewegt ihre Blätter dementsprechend mehr vertikal, um sich vor der Sonne zu schützen. Warum ist es eigentlich so, dass Pflanzen immer nur nach oben wachsen? Die Pflanze ist eigentlich, was das betrifft, sehr ähnlich zu uns. Wir spüren ja auch die Gravitation. Deswegen fliegen wir auch nicht in der Gegend herum, wie im All zum Beispiel. Wir fühlen die Gravitation, wir werden von der Erde angezogen. Und so ähnlich funktioniert es bei der Pflanze. Die Pflanze hat nämlich bestimmte Zellen, die sowohl in der Wurzel als auch in anderen Bereichen sind. Und in dieser Zelle gibt es bestimmte Partikel. Diese Partikel werden von der Gravitation angezogen. Das heißt, die Partikel fallen hinunter, entsprechend der Gravitation. Und dadurch weiß die Pflanze, wo oben und unten ist. Und deshalb, egal, ich habe schon mal ein Experiment gemacht, ich habe Tulpenzwiebel einfach in den Garten eingesetzt, egal wie, habe nicht geschaut, wo oben und unten ist, sozusagen für die Knolle. Und sie kommen wirklich, also sie kommen raus und sie wachsen immer hinauf. Immer, es funktioniert. Das heißt, die Pflanzen wachsen also gar nicht zur Sonne, sondern die wachsen quasi entgegen der Gravitation? Der Punkt ist, wenn ein Samen keimt, dann ist er meistens unter der Erde. Es gibt natürlich auch Lichtkeimlinge, aber prinzipiell sind sie unter der Erde und da können sie die Sonne nicht so stark wahrnehmen. Dementsprechend ist in dem Fall die Gravitation wichtig. Im ersten Moment einmal die Gravitation und dann, wenn sie raufwachsen, dann kommt immer mehr Licht zu ihnen und dann wachsen sie raus. Gibt es auch Pflanzen, die ohne Wasser wachsen können? Alle Pflanzen brauchen Wasser, aber es gibt natürlich Pflanzen, die mit weniger Wasser
auch ganz gut zurechtkommen, wie zum Beispiel Kakteen. Deswegen muss ich sagen, ich persönlich liebe Kakteen. Ich kann sicher 2-3 Wochen vergessen, sie zu gießen, und sie leben immer noch sehr wunderbar. Ja? Das ist ein wahnsinniger Vorteil, denn sie können Wasser in ihrem Organismus viel effizienter speichern. Okay, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wieso ist es eigentlich so, dass manche Pflanzensorten nur in einer Art und Weise auftauchen und andere in ganz vielen bunten Farben zum Beispiel? Wieso kann es zum Beispiel sein, dass wir ganz viele Farben von Tulpen haben, aber Gänseblümchen immer nur in einer Farbe auftreten? Ein Grund für die verschiedenen Farben von Tulpen ist natürlich, dass Menschen experimentieren. Also wir kreuzen verschiedene Pflanzen und dementsprechend bekommen natürlich die verrücktesten Farben heraus. Von der Natur aus gesehen, glaube ich, gibt es natürlich auch verschiedene Farben. Und das darf man nicht vergessen, also die Diversität ist sehr groß. Und das hat natürlich einen wichtigen Grund. Also eine Blüte ist für eine Pflanze extrem wichtig. Denn die Blüte lockt Insekten an. Und die Insekten setzen sich auf die Blüte, nehmen den Blütenstaub und verteilen ihn zu allen anderen Pflanzen. Das ist wichtig, weil dadurch pflanzt sich die Pflanze fort. Und das ist lebensnotwendig. Und verschiedenste Farben locken natürlich verschiedenste Insekten an. Das heißt, eigentlich konkurrieren die Pflanzen so ein bisschen. Wer hat die schönste Blüte? Wer lockt am meisten Insekten an? Welche Pflanze wird besser weiterentwickelt für die nächste Generation? Ist der Duft auch irgendwie darin involviert? Ja, der Duft ist natürlich auch wichtig, weil der Duft kann von verschiedenen Insekten unterschiedlich wahrgenommen werden. Das heißt, der eine Duft ist zum Beispiel sehr anziehend für die einen Insekten oder vielleicht auch unangenehm für die anderen. Also der Duft spielt eine wahnsinnige Rolle, also das Visuelle und natürlich alles, was man riecht. Ja. Die beiden spielen eigentlich ziemlich gut zusammen. Alles klar, dann habe ich noch eine einzige Frage an dich, die ist ein bisschen Sci-Fi-mäßig angehaucht. Und zwar, gibt es eigentlich auch Pflanzen, die im Dunkeln leuchten? Prinzipiell, in der Forschung verwenden wir leuchtende Pflanzen sehr oft. Sehr, 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 sehr oft. Aber natürlich kommen diese Pflanzen nicht in der Umwelt vor. Also das ist eigentlich eher was Ungewöhnliches. Weil eigentlich dieser leuchtende Teil, den wir an die Proteine anheften, damit wir die Proteine sehen können, kommt eigentlich von der Galle. Und hat in den Pflanzen nicht wirklich was zu tun. Also es ist etwas, das wir artificial, das wir jetzt in die Pflanze eingebracht haben, um zu verstehen, wie Proteine sich in der Pflanze bewegen, was sie tun und für was sie wichtig sind. Alles klar, damit sind wir tatsächlich schon mit allen Fragen fertig. Das ging so schnell. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank, dass du uns alle Fragen beantwortet hast. Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, gleichfalls. Alles klar. Hab noch einen schönen Tag und bis bald. Danke ebenfalls. Ciao. Baba.